Okay, Gauthier-Rosil untersucht den Einfluss der digitalen Industrie auf die Umwelt und wie wir den Footprint dieser Industrie reduzieren können. Ein Beispiel ist seine eigene Homepage, die ist sehr schön visuell, aber ladet nur mit 405 Kilobyte. So, also, bitteschön. Danke, dass ich eingeladen wurde. Also mein Talk wird auf die digitale Industrie schauen, aber auf einen sehr breiten Blick. Wir werden darauf schauen und analysieren, was ist überhaupt diese digitale Industrie, was ist möglich und wie können wir da das verändern, alle zusammen. Also eine kurze Einführung zu wer überhaupt ich bin und von welcher Transition ich spreche. Also ich bin ein Designer. Ich weiß nicht, ob es viele Designerinnen unter euch gibt, aber es ist ein sehr netter Job. Also ich kann das nur empfehlen. Das bedeutet, ich erstelle auch digitale Services. Ja. Ich bin jetzt kein Coder oder sowas, aber ich verstehe ein bisschen was davon. Aber der Großteil meiner Arbeit als Designer und als Doktoratstudierender ist an Transitionspolitik wie man da eine Veränderung und Paradigmenwechsel heraufführen kann und wie das funktioniert. Also in diesem Bereich der Transition, des Übergangs und der Klimakatastrophe oder der Klimakrise beschäftige ich mich besonders mit der digitalen Industrie und deren Footprint und wie sich der verändert. Und ob die zu dem Übergang beiträgt oder eher davon wegführt. Also prinzipiell schaue ich mir die Nachhaltigkeit in der digitalen Industrie an und wie das überhaupt ausschaut. Das ist eine ziemlich große Aufgabe. Also studiere ich ein bisschen Wirtschaft. Diesen Blickwinkel auch berücksichtigen zu können. Ich bin außerdem der Regisseur einer Dokumentation namens Ethik für Design, wo man eben quasi auf all diese Dinge aus einer Designer- und Designerin-Perspektive schaut. Was ist überhaupt die Verantwortung von Designerinnen in diesem ganzen Zusammenhang? Also heute, meine Position als Speaker schaut sich vor allem das Transitionspolitik an, mit sozialen Argumenten kombiniert und auch technischen Argumenten, aber das ist nicht der Fokus. Ich werde vor allem auf Techniken, ein bisschen auf Technologie eingehen als Mittel der Transition. Also zuerst brauchen wir mal ein Framework, einen Rahmen, in dem wir das machen können. Also ich werde euch jetzt nicht erklären, wie der Zustand am Planeten gerade ist. Ich glaube, ihr wisst das und da gibt es ganz andere Leute, die viel besser qualifiziert sind dafür als ich. Aber worüber ich reden werde, ist über Transition, über Übergang. Also das erste Ziel ist das 2-Grad-Ziel. Also das heißt, wir müssen CO2 in der Atmosphäre so reduzieren, dass wir nur 2 Grad Erwärmung haben. Um das zu schaffen, muss es quasi eine Energiewende geben. Ja. Einerseits ist das quasi, man muss den Energieverbrauch reduzieren, das ist eine Möglichkeit. Und das ist wichtig. Und nur wenn das quasi der erste Schritt ist, hat man weniger CO2. Aber wenn man nicht weiß, wie man das tun soll, dann gibt es da jetzt nicht viel zu machen. Also über CO2, ja. So, da ist schon viel drüber geredet worden. Jetzt schauen wir uns mal an. Eine Sache, die aber nicht, es ist nicht die Frage, warum redet man immer über das von allen CO, von allen Klima, also von allen Gasen und so, ja.
Ja. Die erste Sache ist, dass CO2 im Durchschnitt, wie viel da quasi emittiert wird, das braucht 20 Jahre, um den maximalen Hitzeeffekt zu erzeugen. Ja? Das heißt, wenn man jetzt einen Übergang macht, wenn man jetzt sich von CO2 abwendet, dann wird das Ergebnis erst in 20 Jahren kommen. Also das heißt, wenn wir das jetzt machen, dann sind wir im Durchschnitt bei 2040, bis wir Ergebnisse sehen. Also das heißt, CO2-Ausstoß heißt aber auch, dass wir quasi für 20 Jahre das relativ gut vorausplanen können. CO2 hat hier also die von all diesen Gasen die größte Zeit, dass das dauert. Es wird 10.000 Jahre dauern, um alles CO2, das wir bisher emittiert haben, aus der Atmosphäre wieder rauszugehen. Ja. Und dann quasi wird es einfach in den Weltraum gehen. Ja. Also 10.000 Jahre. Das CO2, das wir jetzt rauslassen, wird mindestens 1.000 Jahre noch mit bei uns, also auf der Welt bleiben. Ja. Einiges davon wird halt wieder stabilisiert werden, aber wir geben ja immer mehr und mehr raus. Und dieses Spezifikum, dass es so lang in der Atmosphäre bleibt, das ist, warum wir quasi die Ziele in Bezug auf CO2 formulieren, weil es so lange da bleibt. So, schauen wir mal kurz auf Frankreich, 2015, 2016. Ich spreche einfach aus der Perspektive eines französischen Designers und deshalb quasi schaue ich mich das auf Französisch an. Und die meiste Recherche, die ich gemacht habe, ist halt quasi auf Frankreich bezogen und deshalb werde ich das nehmen. Also durchschnittlich emittieren wir 12 Tonnen auf CO2 pro Jahr pro Person. In Deutschland ist, soweit ich weiß, ungefähr das Gleiche. Was wirklich interessant ist in der Hinsicht, ist, dass die digitale Industrie oder halt die IT-Industrie eine Tonne und 200 Kilogramm von dem ausmacht. Also das ist relativ viel. Also es ist eigentlich nur dieser kleine Teil, den ihr da auf den Folien in grün seht, aber der ist dynamisch gelinkt, also verbunden mit allen anderen Sektoren. Also wenn wir quasi dort eine Transition schaffen, dann schaut man eigentlich auf alle anderen Sektoren auch, die damit verbunden sind. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass wenn wir das Paris-Übereinkommen erreichen wollen, dann müssen wir dieses Ganze da auf 2 Tonnen pro Person pro Jahr reduzieren. Also quasi nur 10 Tonnen pro Jahr pro Person reduzieren, um das Ziel zu erreichen. Das ist für Deutschland ungefähr dasselbe. Ja. Also da seht ihr das noch grafisch aufgearbeitet. Das ist jetzt quasi allgemein nicht nur die IT-Infrastruktur, aber das heißt, wir brauchen quasi einen 11 zu 2. Fast. Also quasi, man sieht jetzt eine französische Studie, die jetzt schaut, was ist meine Verantwortung als Individuum, um dieses Ziel zu erreichen. Also wenn man das... Also quasi, es gibt realistische Dinge wie kein Fleisch essen, nicht mit dem Flugzeug fliegen, mehr Radfahren, weniger Wasser verbrauchen, mehr Radfahren, weniger Wasser verbrauchen. Also gleichzeitig, wenn Einzelpersonen alles sich selbst verändern, das funktioniert aber nur über auch systematische Veränderungen. Also man kann nicht Einzelpersonen, man kann sich nicht nur darauf konzentrieren, dass Einzelpersonen das dafür kämpfen, sondern wir brauchen einen systematischen Wandel, um das durchbringen zu können. Also dementsprechend muss man sich da die ganze Industrie anschauen. Ja, also die Agrarindustrie, erschaffende Industrie und all diese Dinge wie auch die Transportindustrie, Autoindustrie, das kann ich nicht, einzelne Personen nicht verändern. Ja, aber das heißt, diese systematische Veränderung ist wichtig. Also es ist ein bisschen ein Paradox zwischen jedes Individuum und jede Einzelperson muss Dinge ändern, aber das ist nicht genug. Aber wir brauchen es trotzdem, also man braucht beides.
Also was sind jetzt die Ziele von diesem Wandel? Wenn man jetzt sich digitale Industrie wieder anschaut, die IT-Industrie, dann seht ihr da auf der linken Seite, so weit müssen wir es quasi von, wir müssen quasi auf 0,6 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr runter. Also das ist das quasi, was wir da haben. Und das muss man eben mit anderen Dingen noch teilen. Okay, jetzt gehen wir kurz über die, den Einfluss von ICTs. Okay, in 2019 wurden 3% der weltweiten Energie von ICTs verwendet. Also everything that we need to power transport, boats, cars, your phone, data centers. 3% of worldwide energy is consumed by digital industry. Also 3% der kompletten Energie, die verbraucht wird für alles Mögliche, für Transport und alles Mögliche, wurde eben von ITCs verwendet. Und 3,7% der Treibhausgase kommen aus der Industrie. Momentan gibt es sehr schockierende Wachstumszahlen. Also diese 3% verdoppeln sich ungefähr alle 8 Jahre, also 9% Wachstumsrate. Das ist nur in der Industrie weltweit. Das gleiche mit den Treibhausgasen sind wir bei 8% Wachstum. Also die digitale Industrie wird im Jahr 2025 5% der weltweiten Energie, des weltweiten Energiekonsums verbrauchen und 7,5% der Treibhausgase. Und das Wachstum der Treibhausgase ist tatsächlich noch größer als das der Energie, weil diese anwachsende Energie kann gar nicht von erneuerbaren Energien abgefangen werden. Also wir brauchen mehr alte Energieformen. Und hier kann man sehen, dass im globalen Durchschnitt ungefähr 45% der Energie wird für Produktion genutzt. Und der Rest ist, wird genutzt im Betrieb, also wenn man Dinge benutzt. Aber das sind Durchschnittszahlen. Und wir haben hier drei Teile, die wir uns angucken. Also Verbraucher und Netzwerke und Datencenter. Also wenn man jetzt ein bestimmtes Verbrauchergut anguckt, also zum Beispiel ein Smartphone, dann hat man 90% der Energie wurden schon verbraucht, wenn man das Smartphone kauft. Und wenn ich das dann noch jeden Tag für 3 Jahre benutze, benutze ich noch 10 weitere Prozent sozusagen. Also wenn ich ein Smartphone wegwerfe, werfe ich 90% der Energie, die so ein Smartphone braucht, weg. Also ist momentan der größte Einfluss der Industrie auf den Energieverbrauch ist die Herstellung. Also wenn man jetzt über das Design von digitalen Services denkt, dann ist der Impact gar nicht so groß. Aber wir brauchen tatsächlich Services, die diesen Einfluss von der Produktion verringern. Okay, hier haben wir jetzt nochmal den Einfluss von Online-Videos, also von... Wir haben 80% des gesamten Datenflusses in der Welt sind Videos. Und hier haben wir so 60% der Online-Videos, da haben wir schon 27% Pornografie und 21% Tubes, also YouTubes und sowas.
und 34% Video on Demand. Und also Video on Demand, also die Streaming Services sind erst 10 Jahre alt, also ganz schön krass. Hier haben wir überhaupt keine Umweltverschmutzung oder Energie, sondern einfach nur Daten, Traffic und Verkehr. Especially if it's running on old data centers that have been updated for 30 years. Netflix is has an incredible infrastructure. So Netflix zum Beispiel ist sehr krasse, große, komplizierte Infrastruktur. Und hier haben wir nur die Datenbewegung sozusagen, also nicht die Energie, die man braucht. Also, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt, wenn wir das alles wissen? Wir haben jetzt ein paar Herausforderungen, wenn man jetzt über Internet und Infrastruktur redet. Das erste Mal als Infrastruktur so auf der Weltgesellschaft wurde, gab es zwei große Diskussionspunkte. Also einmal so die Frage des Global Village, des globalen Dorfes und der Dematerialisierung. Und diese beiden Punkte sind irgendwie widerlegt worden. Also das Ganze ist sehr materiell. Also man braucht sehr viel Energie und Ressourcen. Und für so eine junge Infrastruktur wie das Internet brauchen wir unglaublich viel Material und Ressourcen. Und wenn man jetzt so dematerialisiert, denkt man nicht an diese Ressourcen, weil das ja alles so digital abläuft. Und noch zu der Frage mit dem globalen Dorf. Bedeutet das so ein bisschen, man denkt nicht an die Orte und die Infrastrukturen, die man, wo man diese Strukturen baut. Und dann ist die Frage, was ist digitale Industrie, gerade in der Frage von Nachhaltigkeit? Und zwei Dinge, die über digitale Industrie gesagt wurden, also zumindest die ich wichtig finde aus meiner Perspektive, alle diese Services sind sehr energiereich und brauchen Ressourcen. Zum Beispiel hier das Beispiel Netflix. Netflix gehört zu den großen Datenbewegern sozusagen im Internet. Es gibt 150 Millionen User weltweit. Und jeder von denen braucht schon nicht so viel Energie, aber also man möchte die Leute dazu bringen, mehr zu gucken. Es gibt Autoplay und man möchte den Menschen eben die Möglichkeit geben, viel zu gucken. Und bei den Usern kommen die Kosten der Energie nicht an. Das wird nicht einberechnet, weil das für den User keinen Impact hat, keinen Einfluss. Und es gibt zwar ein sehr effizientes Netzwerk, um diese Videos zu broadcasten, zu senden. Wenn man jetzt eine Netflix-Episode guckt, geht das normalerweise nicht direkt durchs Internet, sondern man hat eben in den Serverfarmen und Datencentern diese kleinen roten Schränke. Und also man hat sozusagen sein persönliches ISP-Datencenter und wenn man jetzt sein Video anguckt, dann geht das darüber und nicht direkt durchs Internet. Also wird hier sehr viel optimiert. Aber obwohl das sehr energieeffizient ist, wird so unglaublich viel geguckt, dass man trotzdem unglaublich viel Energie braucht.
And yet, Netflix account for, if it was going through the internet for real, it will account for 37% of all the peak internet traffic. Also, wenn Netflix tatsächlich durchs Internet gehen würde, wären das 37% des Internet-Traffics. Also, wenn man heute Webseiten designt und Apps, und gibt es erstmal die große Frage für übers Geld. Also, man hat ein Budget. Dann hat man Schlüssel-Performance-Indikatoren. Zum Beispiel, ich habe so viele Leute, die ich erreichen möchte, die, von denen ich möchte, dass sie mein Zeug kaufen. Und dann möchte ich eine App, die meine Zielgruppe erreicht. Und dann gebe ich Geld aus, damit sozusagen Menschen Daten bewegen, weil Daten sind das, wofür die Menschen zahlen. Und dafür brauche ich ein Framework, einen Rahmen. Because so far we've been very good at creating efficient equipment. Und bis jetzt haben wir sehr effiziente Ausstattung und in dieser Design, in dem Design, was wir so machen, wird normalerweise Energie nicht wirklich mit einberechnet. Aber wir haben zwar effiziente Ausstattung, aber je effizienter unsere Ausstattung wird, umso mehr nutzen wir sie auch und umso mehr Energie verbrauchen wir auch. Also selbst wenn die Infrastruktur nicht so groß ist. Und wir kümmern uns nicht direkt um die Energie und die Ressourcen vom Designer-Blickwinkel. Und dann war eben meine Frage, kann ich eine Webseite machen für 2 Watt pro Stunde? Und keiner kann sie beantworten. Und selbst sehr fortgeschrittene Designer können das nicht beantworten, weil sie nie über den Energieverbrauch nachgedacht haben. Aus meiner Sicht, ich starte mit dem Energiebudget meiner Webseite und versuche damit, CO2-Ausstoß zu verringern. Ich möchte die Menge der Energie, die ich in meiner Webseite verbraucht, reduzieren. Und danach kann ich entscheiden, wie viel Geld ich ausgebe. Wie es derzeit gemacht wird, ist es nicht fair. Für die meisten Länder, wenn die CO2-Begrenzung pro Land gegeben wird, dann ist es etwa für französische Unternehmen sehr einfach, sehr großartige Webseiten zu erstellen. Das ist für andere Länder nicht möglich. Es ist besser, daher nicht mit CO2 zu starten, sondern mit einem Energiebudget. Das ist fairer und bevorzugt nicht bestimmte Länder. Normal, wenn Energie beschränkt wird, dann wird auch CO2-Ausstoß beschränkt. Als ich diesen weißen Fleck entdeckt habe, habe ich auch meine eigene Webseite angepasst. Sie verbraucht lediglich 1 Kilowattstunde pro 1000 Besucher. Ich werde ein weiteres Feature hinzufügen, welches es weiter reduziert. Das habe ich nicht verstanden. Um den Energiekonsum weiter zu reduzieren, muss man die Anzahl der Besuche beschränken. Es ist okay, eine Beschränkung von etwa 5000 Besuchen pro Monat zu machen. Nachdem ich diese ganzen Berechnungen gemacht habe, die ich weiter in der Diskussion auseinandersetzen kann,
bin ich dazu gekommen, eine Analyse zu machen. Sie können in Ihrem Browser sehen, wie sich die Daten bewegen, wo die Daten hingehen, die Sie auf Ihrem Gerät bekommen. Ich habe das für eine Lobbyorganisation in Frankreich, dem sogenannten Shift Project, gemacht. Das Tool, was Sie hier sehen, heißt Carbonalizer. Um ein Energiebudget zu machen, benötigt man drei Dinge. Man muss zuerst die Energieinfrastruktur beschreiben und damit zurückgewinnen. Das bedeutet, dass man das die nutzenden Ausstattung und die betreibenden Ausstattung untersucht. Man muss präzise wissen, wo kommt Energie her, wo wird sie genutzt. Und es müssen auch Entscheidungen getroffen werden darüber, wie viel Auslastung, wie viel Verkehr gebraucht wird. Wir haben uns entschieden, für unsere Webseite eine harte Grenze für den Traffic, also den Verkehr, zu machen. Wir kommen nur zum Beispiel des Low-Tech-Magazins. Sie sehen auf dem Bild einer auf einem Balkon in Amerika deployten Webseite. Sie schauen sich bisher nicht an, wie viele Personen diese Webseite nutzen, aber das wird dann noch kommen. Ich wollte Ihnen dieses Beispiel zeigen, weil das die Umgebung und die genaue materielle Ausgestaltung des Umfelds auch bestimmt, wie Sie bestimmte Dinge gestalten. Dass es in Barcelona ist, wo die Energie kommt, wie sie genutzt wird. Ich möchte jetzt noch kurz zu einem anderen Punkt kommen. Wann spricht man überhaupt von Hightech und wann spricht man von Low-Tech? Ich persönlich komme aus einem sozialwissenschaftlichen Hintergrund und in diesem Hintergrund ist die Definition von Tech, also Technologie, unklar. Wenn wir von Low-Tech und High-Tech sprechen, sprechen wir oft von Low-Technology bzw. High-Technics. Technology bedeutet hier oft, dass Technologie als Blackbox betrachtet wird. Es wird, ist intransparent, was innerhalb der Technologie stattfindet. Low-Technics hingegen bedeutet, dass wenige Voraussetzungen und geringes Wissen gefordert wird. Es sollte also mehr auf Techniques, also geringe Voraussetzungen und weniger auf Technologie, die intransparent ist, geachtet werden. Wir haben diese Perspektiven schon längere Zeit gesehen. Es verändert sich viel an unserem Zusammenleben auf der Erde und den materiellen Bedingungen, die wir hier haben. Es wird sich in der Energiegewinnung deutlich etwas verändern. Okay, also ich spreche da jetzt ein bisschen auch als Anthropologe, aber ich rede halt auch viel um Empowerment und solchen Dingen. Ja, und da gibt es in vielen Orten der Welt, ja, zum Beispiel auf Kuba, wo Menschen einfach in ein Büro kommen mit einer Festplatte von
irgendwie einem Terabyte von und da bekommen sie diverse Tutorials, Bücher etc. und zahlen nur sehr wenig dafür, ja, und können das dann daheim arbeiten. Ja. Das ist durcharbeiten. So. Okay, also in Indien gibt es auch ein Land, da gibt es also einen Ort in Darknet, da gab es jetzt kein Internet oder sonst was, und war auch die Frage, wie macht man das? Ja? Und da gibt es quasi ein Motorrad mit einer kleinen Antenne und das Motorrad fährt durch alle Dörfer in der Gegend und broadcastet dort ein Signal und macht quasi einen Hotspot und dann können alle dort ihre Sachen machen und ihre Handys verwenden und dann gehen sie weiter und ja, und so geht er von Village von Dorf zu Dorf und dann wieder zurück in die Stadt und lädt alles auf. Genau, dann hat man eben einen Bus, der dann halt Kinder in die Schule bringt, der ist auch so. In Brooklyn haben wir auch noch ein Beispiel. Ja. Every Network Tells a Story, das ist eben eine Initiative. Ja. Da geht es einfach, da können Menschen hingehen und können sich über Netzwerke was erzählen lassen und quasi verstehen, wie Netzwerke funktionieren. Dann gibt es noch einen Internetanbieter in Frankreich, der das auch gemacht hat, der war auf der Folie. So, also dieser Übergang vom der Übergang Rahmenbedingungen für digitales Design. Ja. Also wir müssen vom inneren Kreis anfangen, also Materialisierung. Das ist ziemlich schwierig in der digitalen Industrie. Ja. So, das kann man gar nicht so leicht machen mit vielen Dingen. Ne? Aber das kann man bei der Digitalisierung schon machen. Das heißt, also im Sinne von, wie materialisiert man das? Wie sieht man, dass das überhaupt einen Impact hat? Ja, welchen Impact hat das? Und die muss man eben auch offenlegen und darstellen. Und die kann man jetzt verschieden framen. Ja, man kann einerseits sagen, territorial, ja, also wo ist das, wie viel braucht man, und andererseits aber auch den Einfluss auf die Erde. Ja, also wenn man quasi Pornos schaut, dann hat das auch einen CO2-Fußabdruck. Solche Dinge. Also überhaupt die Verwendung des Internets hat sowas. Ja, muss man sich auch anschauen. Dann muss man sich das anschauen, das Territorium quasi zu definieren. Weil jetzt leben wir im Mythos vom globalen Dorf. Und das beeinflusst, wie wir Webservices quasi designen. Ja. Und da müssen wir uns, das muss man sich quasi jetzt überlegen, wie man das anders machen kann. Ja. Also man muss sich eben diese auch die Beschränkungen anschauen, die wir eigentlich haben, von denen, die wir so gern wegdenken. Und außerdem muss man sich das Ganze noch auf einer planetenweiten Sicht anschauen. Ja, also das ist quasi das Terrestrialisation, also was das für was die IT eben für einen Einfluss auf die ganze Welt hat und auf die Erde. Und der Umstand, dass sich unsere Lebensbedingungen gerade sehr schnell ändern, ja, das hat einen Einfluss auf die Territorien und das hat einen Einfluss darauf, wie wir quasi digitale Services denken müssen und anbieten können. Und deshalb müssen wir da starten bei der Materialisierung. Ja, weil das ist bisher eher versteckt worden, weil wir da nicht hinschauen wollen, aber das müssen wir tun. Ja. Und ich wollte damit aufhören mit diesem kleinen Bild, weil wir streiken gegen die Reformen des Pensionssystems in Frankreich. Und da ist was recht Interessantes, wie dieser Streik zustande gekommen ist oder sich in den letzten Tagen entwickelt hat. Viele Leute streiken gerade, ja, also diverseste Leute, auch wichtige Leute wie Feuerwehrleute etc. etc. Ja. Also gibt es jetzt Zeitpunkte in zum Beispiel Paris, wo zum Beispiel Ballerinas für die Streikenden auftreten. Ja. Also dieser Streik hat quasi, der schafft Schönheit und quasi verbindet damit Schönheit mit Widerstand und wie man ein System verändert. Ja. Und das ist, was wir jetzt machen müssen und auch in der digitalen Industrie. Also quasi, man braucht Schönheit, um Änderungen zu schaffen und das damit zu verbinden. Applaus. So, das war die Übersetzung des Vortrags, die deutsche Übersetzung. Übersetzt haben für euch Escarina, Dimi und Inraus. Gut, dann Fragen. Gibt es keine Fragen? Keine Fragen aus dem Internet? Bei den Mikrofonen jemand?
Nummer 3, bitte. Okay, ich denke immer noch drüber nach, aber ich werde es versuchen. Okay, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie dieser neue Vorstoß in dieser Revolution, in der digitalen Revolution dargestellt wird mit künstlicher Intelligenz und Internet der Dinge und 4.0. Und ich überlege, ob es dann irgendwie einen Weg gibt, uns in die andere Richtung irgendwie anzustoßen, weg von den persönlichen Geräten und mehr so in die Büchereigesellschaft mit öffentlichen Plätzen wie Hacker Labs, wo man sich treffen kann und wo man hingehen kann, anstatt dass man immer sein Gerät dabei hat und immer in seinem eigenen Datenstrom hängt. Also mehr in die grüne Richtung zu gehen. Und ja, eben, ob du da in diese Richtung geguckt hast. Also ich kann da ein kurzes Beispiel geben von aus Frankreich, ja, weil, wie gesagt, ich kann eigentlich nur darüber sprechen. Eine Sache, die da recht dramatisch sein wird für die Art, wie sich der Wandel eigentlich verändern wird, ist in der Frage von künstliche Intelligenz, ja, da geht es um selbstfahrende Autos. Das ist geht nicht in die andere Richtung. Automatische Autos und so, gab es bei Orange einen großen Talk. Also und in der Firma haben sich quasi die Mitarbeiterin dagegen gestellt, gegen diese weitere Individualisierung. Ja. Und deshalb glaube ich, da gibt es ein Momentum. Aber Firmen in Frankreich sind, glaube ich, sie sind verantwortlich für diese Veränderung. Und dass man quasi weit weggeht und muss sie halt beraten, dass sie weit weggehen von dieser sogenannten vierten Revolution oder sowas. Und jetzt müssen wir den Widerstand leisten und versuchen zu stoppen, was immer welche technischen Lösungen halt jetzt kommen, also pseudotechnischen Lösungen kommen zu unseren Fragen. Also jetzt gerade ist es halt gegen 5G, wo man da extrem. Und dieser Widerstand gegen 5G kann quasi generell verwendet werden, um sich da gegen die ganze gesamte IT-Industrie zu wenden. Wir haben Zeit für eine weitere Frage. Hallo. Also ich habe dein Modell sehr interessant gefunden von der Industrialisierung. Aber mich würden funktionierende Beispiele davon, wie du das gemacht hast, funktionieren. Wo würde ich nachsehen, solche komplette Beispiele finden zu können? Es gibt drei Projekte derzeit. Das erste ist ein europäischer Grant, ein europäischer Fonds, den ich bekommen habe. Ich komme aus einem ländlichen Raum. Ich denke aus einer ländlichen Perspektive, wo auch Energienutzung weniger exzessiv ist als im urbanen Bereich. Dort haben wir ein Template erstellt, eine Vorlage, um Websites von kleinen Städten zu erstellen, die weniger Energie benötigen. Dieses Webdesign verbraucht weniger Energie und wir arbeiten gerade daran, das nach ganz Frankreich zu bringen. Ein zweites Projekt ist für das Low-Tech Lab in der Bretagne. Es geht insbesondere darum, digitale Karten energieeffizienter zu machen. In Google Maps zum Beispiel haben wir wieder ein Problem, was wir vorhin im Talk gesehen haben, dass das Wachstum an Nutzung die Energieeffizienz
komplett übersteigt. Da arbeiten wir an vier verschiedenen Punkten. Einer davon ist das Kartenmodell. Google Maps wurde auf einer hochenergetischen Perspektive entwickelt. Es zeigt die Karte, selbst wenn nicht klar ist, wo eine Nutzende oder ein Nutzender hingehen möchte. Wir versuchen, das Design neu zu denken mit der geringsten Energiebenutzung möglich. Im Februar wird es hierzu mehr geben. Also, vielen Dank dafür. Gut hier. Nochmal Applaus. Mm-hmm.